Gartenfeng Shui ist etwas ganz Besonderes. Ja, im Garten sollte immer Wasser gut platziert sein. Und naja, mein Brunnen hat jetzt auch erstmal eine Trockenphase, denn den wollte ich neu einbauen. Denn das Wasser muss ja jedes Jahr auch gereinigt werden und das Wasser war einfach nicht mehr so schön. Also im Gartenfeng Shui geht es um die Platzierung von Wasser, von Wegen und natürlich, wie du zum Beispiel deine Möbel platzierst. Denn es gibt bestimmte Orte im Garten, da sollte ganz, ganz viel Bewegung sein. Und es sollte Orte auch im Garten sein, wo viel Ruhe herrschen sollte. Und das kann man am allerbesten mit dem Feng Shui-Kompass erkennen. Also, was nicht Garten-Feng Shui ist, das kann ich dir auch sagen. Und zwar, dass man vielleicht sagt, dass die Pflanzen bestimmte Stellen haben sollten. Aber Pflanzen sind ja eindeutig so, dass sie nur da wachsen, wo sie wachsen sollen. Also zum Beispiel ein Efeu mag es halt eher mehr dunkel und die Erdbeere braucht halt ein bisschen mehr Licht. Also Pflanzen hat nicht wirklich was damit zu tun. Natürlich kannst du schon sagen, sie haben ein bisschen Einfluss, besonders wenn es um Hecken oder Büsche geht. Da ist es ganz wichtig, da brauchst du wieder so eine Art geschützten Rahmen und den kannst du dir natürlich auch im Garten planen und bauen. Naja, ich finde es immer ganz interessant, auch verschiedene Naturmaterialien einzusetzen. Also ich mag lieber Stein, wo man so durchfließt, als Beton. Also es ist auch für mich immer ganz wichtig, so naturbelassen wie möglich den Garten zu lassen. Denn damit unsere Vögel, unsere Bienen und die Insekten eben auch Nahrung bekommen. Also je naturbelassener, desto besser ist es im Garten. Na, dann wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren Tag im Garten und bei mir geht's jetzt an den Brunnen dran. Viel Glück. Tschüss.